Hey Leute und herzlich willkommen wieder hier zurück bei Unboxing Extrem und wir sind wieder da mal wieder mit einem Duell. Aber heute, wie soll es denn auch anders sein, gibt es mal wieder ein Ersatzduell, da ein Duellant nicht erschienen ist oder nicht kommen konnte. Keine Ahnung wieso nicht. Ich habe gestern noch mit ihm, ups, gestern noch mit ihm geschrieben. Aber heute ist er anscheinend nicht da, keine Ahnung. Auf jeden Fall vorher nicht in Skype, konnte ihn nicht mehr erreichen. Deshalb ist heute Pinguinsoldat gegen der da. Und Pinguinsoldat tritt hier an mit seinem Turnier Deck, das Gemüse-Burner betriebene Naturia Deck. Und der da, du wolltest mit was, irgendwas mit Gladiatoren. Was wolltest du spielen? Gladiatorengeheuer mit Firefist Splash. Ah, genau. Okay, dann könnt ihr anfangen. Worauf wartet Pinguinsoldat? Okay, jetzt legt er los und es ist wieder viel zu laut. Der Güte. Naturia Deck oder das Gemüse-Burner Deck. Auch eigentlich eine ganz lustige Sache. Und ja, Pinguinsoldat fragt jetzt, ob er schon weiter sei. Und ja, das stimmt, weil ja, dein Gegner ist nicht da und wir haben ja gesagt, die Regeln besagen, dass, falls der Typ sich nicht davor meldet. Okay, dafür zahlt man Hälfte seiner Lebenspunkte, damit man Prisma bekommt. Ich weiß nicht, ob das ein bisschen übertrieben ist. Kannst du nebenher so ein bisschen so deine Züge erklären, wenn das schon Pinguin-Soldat nicht machen kann, damit alle folgen können? Okay, also ich habe jetzt den Effekt vom Prisma gemacht, habe Bestiari auf dem Friedhof und jetzt ist mein Prisma Bestiari. Okay. Also hat die gleichen Effekte und alles in Also nur Ordnung. Namen halt. Ach so, okay. Das macht Tenki, darf noch mal eine Normalbeschwörung machen. Jetzt kommt der Bär. Effekt vom Bär. Spellcard. Okay, der darf die jetzt setzen, oder? Ne, der wird doch noch nicht zerstört, oder ist es ne? Also, okay. Dann noch mal ein Effekt von Prisma. Müsste das jedes Mal ein neues Monster sein, das du zeigst, oder kann das auch immer das gleiche sein? Ich habe keinen anderen Best. Ich darf nur ein Bestiari spielen und. Nee, ich meine vom Extra-Deck. Ja. Ob du da nur Leichen zeigen sollst oder das mit Prisma. Ist das jetzt ein Laquari oder wie? Der Prisma. Ja. Okay. Okay, dafür haben sich doch die 4000 Lebenspunkte fast schon gelohnt. Mach eine Fusion. Okay. Ich mache halt jetzt weniger Schaden, aber danach habe ich dann vier Monster statt drei. Gyarados konntest du so speziell beschwören, dass du die aufs Deck legen wieder kannst, oder wie? Der okay, nicht mal Polymerisation braucht, ja. Da
Dann mache ich jetzt den Effekt, tue ihn jetzt extra und darf 2 Special. Okay, krass. Hier wiederum die Effekte. Hier was kann Darius. Also er darf ein Gladiatorengeheuer vom Friedhof specialen. Okay, und das ist dann eine ziemlich miese Angriffskraft. Und das ist alles in der Battle Phase? Nee. In der Endphase, von, also Ende der Battle Phase darf er nicht mehr angreifen. Okay. Okay. Hast du noch Exit in deinem Extra-Deck? Ja, genug. Okay. Dann könntest du dich auch noch ausspielen, außer du setzt jetzt natürlich wieder auf die Effekte von Aquari. Ne, der Effekt von Aquari ist annulliert von Darius her. Okay. Ja, stimmt, dann kannst du eigentlich nur noch Exit. Hier ganz lustig, was da in diesem Gemüseburner-Deck für Karten drin sind. Diese Bohnen zum Beispiel. Sieht einfach richtig abgefuckt aus. Darf man jetzt wieder eine volle Formation suchen? Ah, solle. Ich musste kurz nachdenken. Ich hatte auch mal Gladiator-Ungeheuer-Deck, aber das hat irgendwie nicht so gut funktioniert. Ich glaube, allein ist das auch ziemlich schwach. Es muss mal splashen, damit es gut wird. Was zur Hölle? Warte mal kurz, mein Google Chrome ist abgestürzt, mein Fraps ist abgestürzt. Was zur Hölle? Wer ist in meinem Computer drin? Als ob du das warst. Nein, natürlich nicht. Oh, Moment kurz. Okay, wow, was zur Hölle war das denn gerade eben? Ist alles abgestürzt. Wird nachher wieder lustig, wenn ich die ganzen Parts, also die ganzen Schnipsel da zusammensuchen darf. Wahrscheinlich wieder volles abgehackte Video drin raus. Ja, wenn da die Hälfte fehlt. Warum zur Hölle ist Google Chrome so ein unverlässliches Programm? Du hast doch keine Ahnung. Ist ein Newfag. Okay, jetzt ist der erste Zug von Pinguin Soldat, in dem er was spielen kann. Und jetzt 1200 Life Points, falls du die nicht negierst. Haben jetzt alle Firefist Monster 100 ATK plus wegen Tensu? Ja, also alle ungeheuer Krieger. Ah, okay. Wow, Lava Golem. Yeah. Opfert die. Aha, das ist bitter. Viel Spaß bei Lava Golem. Wenn jetzt nichts aktiviert, sollte es gehen.
Ja, Agumon, Pinken wir Sonntag, das zweite, wie ich vorhin schon erwähnt hatte. Ihr müsst 1000 Life Points bezahlen. Was macht Tanky? Da kannst du wieder einen normal beschwören, oder? Nee, auf die Hand suchen. Achso, okay. Der Gorilla. Okay. Ja, jetzt ist der Lava-Golem selber weg. Was zur Hölle? Ist der Dubstep? Warum ist der Mikrofon so komisch? Oh. Ich darf wegen Tenzo nochmal eine Normalbeschwörung machen. Okay. Jetzt ist Wrap schon wieder abgeschmiert. Was? Kann man so vergessen. Egal, dann lade ich den Livestream einfach direkt auf YouTube hoch. Mir ist es zu blöd. Oh nein. Probier dich jetzt halt passiv irgendwie wegzuhauen. In der Endphase. Okay, ja. Wir müssen, glaube ich, jetzt besiegen. Okay. Du das erste von dreien Matchen gewonnen oder ja, Duellen. Ja, ein Match. Wie bist du eigentlich mit dem Side-Deck in dem Deck? Ja, schon, aber ich benutze das jetzt in dem Fall mal nicht. Ich spiele eigentlich kaum Side-Decks. Ich weiß nicht, weil ich mich so selten dann auf die Gegner noch umstellen kann. Ja, genau, sie sind wert. Okay, Pinguin Soldat ist wahrscheinlich nur im Seiden. Aber das ist bei dem Deck auch, glaube ich, ein bisschen verständlicher, weil Blaue Kanone funktioniert hier nicht im Wave Motion Kanone. Kennen. Wie auch immer dieses Ding heißt. Wie auch immer. Tipps. Okay, Pinguin und Soldat, bist du bald fertig? Oder worauf, weil er nicht in Skype sein wollte. Wieso fragst du mich das überhaupt? Sag ruhig. Nein, du nicht. Jeder kann uns hören, jeder kann euch hören. Ja, klar. Natürlich, Bestes. Nee, Turtle Beach ist ja dann nicht sowas. Also, das ist doch kein PC-Headset. Also, ich glaube kaum, dass normale Menschen Turtle Beach oder selten Triton benutzen. Jetzt kommen gleich zwei von den Viechern, das ist so nervig. Ich habe auch mal mit so einem Deck gespielt und also gegen so ein Deck gespielt und dann noch mit Maske der Beschränkung und dem ganzen Rotz, der dich einfach davon abhält, dass du richtig spielen kommst, ins Spielen kommst. Ja, ich meine, du kannst jetzt halt nicht mehr specialen. Aber der hat nur 1200 Angriffspunkte. Aber es liegt noch natürlich eine verdeckte Karte. Und das könnte eine Falle oder eine Zauberkarte sein. Monster. Du bist so dumm als Maul. Okay, jetzt kommt Fire Fist Bear und zerstört. Nein. Oh mein Gott. Spiegelkraft. War ja irgendwie klar. Ja, klar war's.
Okay. Hat er schon mal 2000 Schaden da gebündelt. Und jetzt ist der Pachycephalo auch im Verteidigungsmodus. Alter, machst du mal deine Sirene aus! Natürlich hört man die, die geht mir auf die Nerven. Meine Fresse. Hier ist einfach kein interessiert, Mann. Was ist das? Egal. Ausgesetzt, das Duell läuft noch. Ja, das Duell läuft noch. Alter! Jetzt macht der seine scheiß Sirene an. Alter, ist das kein Bombenalarm? Mach den Rotz aus. Alter, sonst kriegen unsere Zuschauer noch Vietnam-Flashbacks, Mann. Mach das aus! Ich klapp deinen verdammten Laptop zu. Notebook, verdammte Scheiße, sei ruhig. Nein, eben nicht. Soziopath, Alter. Nein! Zum Glück habe ich jetzt nicht laut vorgelesen, das wäre ein Fehler gewesen. Jetzt mache ich wieder einen F-Effekt vom Prisma. Mhm. Halt wieder Gyzeros und dann Bestiari raus. Zeigst du jetzt irgendeine Karte vom Extra-Deck? Sarus. Sie sieht aus wie eine fett gepanzerte Version von Bestiari. Effekt von Rabbit. Mhm. Erstens, die dürfen nicht als Tribut ange... oder? Doch, die dürfen als Tribut angeboten werden, die zwei Monster. Und da kommt Secret Barrel. Okay, das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, und jetzt noch. Oh, du musst aufpassen. Die Cannons sind jetzt schon bei 4000. Und nächste Runde bei 6000. Das funktioniert halt nur in ganz bestimmten Decks. Jetzt kommt die wieder. Monster Reborn. Jetzt hast du eine Menge Schaden da liegen, aber... Fusion! Jetzt kommt wieder dein... Wie heißt der? Bestiari Gyzeros, genau. Jetzt kommt gleich wieder die Spiegelkraft. Oh, Starlight Road. Funktioniert das so? Wie viel zerstört denn der Gyzeros? 2. Okay. Ja, nice, Alter, jetzt hat er einen Stardust Dragon. Warum ist Gyzeros zerstört? Achso, ja, wegen. Lol, und da geht der Stardust auch wieder. Tschüss, war schön. Außer er hat jetzt. Nee, ich glaube. Falle entfernen. Wir machen nochmal eine Fusion. Yeah. Glaubst du, dass bald die Fire Fists wieder supported werden? Also die wurden jetzt, glaube ich, supported in Judgment of Light, oder? Die noch gepusht werden und dann gebannt werden wieder. Wie es jetzt auch sich bei den Elemental Dragons anbahnt. Oh, Riesenkeim, Igitt. Wurde früher auf den Exodia-Deck gespielt, glaube ich. Jetzt.
Trainingsgelände der Gladiatoren ungefähr, glaube ich. Auf Deutsch. Wieder ein Gladiator auf die Hand nehmen. Ja. Macht Tenso, darf noch mal eine normal. Hast du in dem Zug schon eine Normalbeschwörung gemacht? Ja, Rabbit, aber ich hab durch Tenso darf ich eine zweite. Gem angreifen, 500 Schaden kassieren und nochmal 2400 direkt an Pinguin-Soldat. Oder nein, jetzt kommt erst der nächste Gem. Oh mein Gott, das ist jetzt. Ah. Jetzt in Angriff. Ja, oder? Ja, Attack Position. Geht dann bloß 1400 Schaden. Dann F. Laquari. Und dann wieder ein Dingens. Dari, oder? Okay. Okay, jetzt hast du zumindest die 2000 Schaden wieder vom Feld entfernt. Jetzt haben ihm beide Kanonen nichts gebracht und deshalb finde ich auch, sollten die nicht limitiert sein, wenn man sie relativ einfach wegbekommt, wenn man nur irgendwelche Zauber- und Fallenkarten entfernen kann. Das geht ja leicht mit Heavy Storm MST, hat ja jeder sein Deck eigentlich. Natürlich. Limitiert. F. Darius. Mhm. Ja, jetzt war das halt mehr ATK als ein Ysarus. Mal schauen. Meine Güte. Leicht, aber dann spiele ich mit meinem Exodia-Deck. Das ist so krass, wenn man sich mal probiert, so Karten zusammen zu kaufen, damit man ein gescheites Deck bekommt. Ich habe das jetzt probiert bei meinem Gravekeeper-Deck. Ich hatte mir das Structure-Deck Marek gekauft, wo ja schon so ein paar Gravekeeper drin sind. Hab mir dann jetzt bei TCG Market und bei Trader Online die restlichen Karten, die ich gebraucht habe, noch zusammengekauft und das ist einfach voll krass, weil sind immer dann einzelne Verkäufer, das heißt so für jeden 80 Cent Versand oder so und das mehrt sich dann auf 30 oder 20 Karten, die man dann kauft und dann ist man da schnell bei über 40 Euro und das ist ziemlich krank. Das Exodia-Deck läuft verdammt gut, ich habe bisher zweimal damit gespielt und einmal habe ich die Bibliothek ganz am Anfang gezogen und das war es dann auch schon für meinen Gegner. Das zweite Mal hatte ich leider die Bibliothek erst im dritten oder so Zug und konnte mich bis dahin noch knapp mit meinen Lebenspunkten über Wasser halten. Dann hat es mir auch nichts mehr gebracht, da habe ich verloren. Also einmal gewonnen, einmal verloren ist nicht so die beste Statistik, aber ich habe bisher noch nicht so viel gespielt. Lach nicht über Exodia, Alter. Wie will andauert die grünhaarige perverse Käferstamm. Ja. Alter. Waboku! Nein, die sind Retro, das sind keine Standardfallen, das sind Retrofallen. Cannot be destroyed, ach so. Und der Effekt wieder von Bestiari. Nicht von diesem Riesenviech da. Gepanzerter Bestiari, wie auch immer sein Name war.
Jetzt hat er wieder ein Problem. Das ist denn der Effekt von dem Tiger King, wenn er abhängt? Ich darf einen Monster-Effekt annullieren. Okay, das heißt, ich kann Stardust für mich egal machen. Ja. Wäre nicht schlecht. Zumindest wenn er sich mal zum Beispiel special will vom Grabhof. Was soll das ein Grabhof? Jetzt kannst du eigentlich wieder eine XC-Zim machen. Außer du spielst wieder über Dingens. Monster-Effekte. Los, ihr Pflanzen, ihr Gemüsebörner. Macht mal was. Und wieder ein Teig, okay. Was ist der Effekt, wenn der beschworen wird? Ich darf mir eine Tanky, also eine Vollformationskarte auf die Hand suchen. Ja. Nicht gleich setzen? Nee. Doch. Okay. Jetzt kriegen die alle nochmal 100 ATK. Die sind jetzt alle bei 2500, oder? Okay, das heißt, du könntest einen Stardust eigentlich zerstören. Theoretisch. Danach Effekt von Tiger King. Was? So, ja. Der negiert jetzt Stardust Dragon, die Runde. Ja, genau. Okay, super. Ja, dann kann er sich ja nicht mehr special nach dem Zug, oder? Er kann sich halt nicht Tributen und den Effekt annullieren, sondern er geht kaputt. Ja, das ist super. Hier ist es eine Möglichkeit, einen Stardust auszunehmen. Sonst kann das Ding ja ziemliche Plage sein. Darf nochmal eine normal wegen Tenso? F-Gorilla? Ja. Okay. Kannst jetzt halt nicht angreifen, reißt die nochmal eine Runde lang. Ja, wieso wurden Tanky jetzt zerstört? Hast du die geopfert oder wie? Ja, wegen den Effekten. Okay. Oh, Tag. Oh, das ist bitter. Ja, das ist wahr. Vor allem bei der Anzahl an Monstern. Ja. Ja, kann man nichts machen. Meistens so, dass es dann mal richtig läuft. Aber egal, das ist das Einzige, was er jetzt machen kann. Dann spielen wir jetzt halt alle ohne Handkarten. So auch nicht. Ist doch auch was. Ja. Wir haben aber wenig taktisch spielen. Entweder man setzt was oder man spielt was oder man spielt nichts. Zumindest wenn man keine Karten hat, so wie Pinguin Sonntag gerade. Hat wirklich nur am Verteidigen. Also ich glaube, das mit den Lore-Kanonen vor. Oder. Lore-Kanonen, ich sag schon wieder Lore-Kanonen. Warum zur Hölle? Das verdammtes Pokémon, Alter. Die Wave Motion kennen. Die hat ihm nicht gut getan, dass sie zerstört wurde. Darf wieder eine Fusion machen? Und wieder Gyarados. Und der Effekt. Ziemlich krass, der kann einfach so zwei Random Cards nehmen und braucht nicht mal Polymerisation dazu. Ziemlich nice eigentlich. Und er kann sich gleich wieder auflösen. Watchers Chat, da wird gemobbt. Da ist einer mad. Wobei, trägt sich voll auf. Ist er mad? Die Leute, ich glaube,
Pinguinsoldat hat jetzt noch einen Zug, in dem er sich beschützen kann oder sich wieder aus der misslichen Lage befreien kann. Ne? Aber Dark Hole hat er schon gespielt und ich glaube. Macht den Effekt. Den Gusto Emerald. Bei Gusto sind doch die Mexikaner Monster da. Das ist den ersten. Ich darf drei ins Deck mischen, eine ziehen. Ja. Könnte man sich eigentlich auch vorstellen, für einen Ausweich für ein Exodia-Deck zum Beispiel, falls man jetzt mal zwei Bibliotheken liegen hat und dann könnte man Dagusto Emerald spielen, wenn man wieder eine Karte ziehen und wenn man Monster auf dem Friedhof hat, zum Beispiel so weiße Drachen, könnte man mit Trade in abwerfen und so spezial beschwören. Alles Möglichkeiten, aber ich glaube, das ist ein bisschen zu umständlich. Okay, was kann Pinguin Soldat noch machen? Mirror Force legen. Die Mirror Force wird auch genommen. Kannst du den negieren? Okay. Gut, jetzt 1, 2, 6, 1200. Aber ja, okay, das war's. Okay, dann vielen Dank, dass du eingesprungen bist und vielen Dank an Pinguin, da, dass er pünktlich da war und It's Froggen, keine Ahnung, wo du gewesen bist, auf jeden Fall hast du was verpasst, du hast die Chance verpasst, ins Finale einzuziehen. Und da möchte ich jetzt auch Pinguin, da, willkommen heißen, du bist jetzt unter den Top 6, glaube ich. Ja, und jetzt, glaube ich, der Zweite, der sich qualifiziert hat. Ja, dann vielen Dank, dass ihr wieder zugeschaut habt. Bis zum nächsten Duell morgen 18 Uhr. Ihr wisst Bescheid. Bis dann. Haut rein.